Hallo, dies ist Felix in Squad mit Fallout 3. Wir finden uns im Nationalarchiv und ja, im Prinzip vollführen wir hier die übliche Plünderungsaktion. Eigentlich nichts Spezielles, wenn man es ganz genau nimmt. Ah ja, da wird es wieder nach draußen gehen. Eigenartig. Okay, ist wahrscheinlich dann wieder ein hinterer Teil. Da haben wir immer noch. Da haben wir einfach eine Kuh zerteilt und die ganzen Einzelteile hier überall an Ketten befestigt. Meine Stimme ist herrlich im Eimer. Ah, auch der Stolperdraht ist schon betätigt worden. So, bloß Vorsicht mit dieser Falle. Die ist immer noch in Bewegung. Und sieht sehr appetitlich aus. So, Herr Supermutant, wollen wir uns nicht mal umdrehen? Anscheinend nicht. Mission sind zu Ende. Zeit zu sterben. Na, jetzt vorher mit der Mine einfach gleich nutzen sollen. Dass er da war und abgelenkt. Na gut, da war noch die andere Mine hinter ihm, von daher. Wäre das etwas schwierig geworden? Nein, diesmal kein Hundefleisch. Oh. Okay. Oh nein, ich habe nur noch ein 72 H-Klammern. Darf ich jetzt nicht an die Munitionskiste ran, weil du da vorher rumliegst? Wirklich? Entschuldigung. Ja, und ich habe mir auch noch eine andere Sache in der Zwischenzeit überlegt bezüglich unserer... Ich darf da jetzt einfach nicht ran, okay. Bezüglich unserer Werte. Und zwar habe ich mir da überlegt, dass ich beispielsweise unseren Wert auf Waffenlos nur noch bis zum Wert, ja, ich denke mal 94 erhöhen werde. Und das einfach deswegen, weil ich mir denke, irgendwann werden wir wieder Pugilismus-Bücher finden. Und die erhöhen unseren Wert jedes Mal um 2. Und sobald der Maximalwert 100 erreicht ist, schätze ich einfach mal, dass dann der Wert nicht mehr erhöht wird, wenn wir sowas finden. Und dann wäre es Punkteverschwendung, wenn ich da selbstständig die 100 erreichen würde. Deswegen gehe ich da bis maximal 94 hoch. Okay, da ist einer draufgegangen. Und werde den Rest einfach mit den Büchern dann auffüllen. Wie ich es bei Medizin machen werde, weiß ich noch nicht. Wo ist hier ein Mülleimer? Ich glaube, da ist eine Kiste falsch beschriftet worden. Naja, aber ich denke mir, dass sich das rechnerisch dann am Ende schon positiv zeigen wird. Klar, rein rechnerisch wäre es auch klüger gewesen, von Anfang an einen höheren Intelligenzwert zu nehmen. Weil wir dadurch mehr Punkte zum Verteilen bekommen. Aber naja. Den Koffer darf ich nicht? Nee, anscheinend nicht. Da noch was? Nein. Bloß mal kurz den Zwischenbereich hier. War da noch irgendwas? Ich hab bloß wieder so ein Schlauchkasten. Schon geschaut. Und gucken wir mal, was haben wir denn hier Schönes? Leider auch kein Terminal, um das Ding anderweitig aufzumachen, oder? Nein, leider nicht. Was haben wir hier drin? Zigaretten. Was hat der hier? Ein
Nochmal Bier in der. Nichts. So, jetzt mal lieber aufpassen und schauen, woran der gestorben ist. Ich sehe noch keinen Grund. Ja, vielleicht ist er von der Dame erledigt worden, die wir weiter oben gesehen haben. Das weiß ich nicht. Ich meine, ich habe aber keine Explosion gehört, also... Jobei. Vielleicht waren wir zu weit entfernt und der ist halt hier in die eigene Mine reingestiefelt. Das ist möglich. So. Moment, was habe ich hier gerade? Achso, die Tür. Ich dachte schon, ich hätte wieder irgendeinen Draht oder sowas. Übersehen. Ach, Moment mal. Ach, Moment mal, das ist ja der Raum, wo ich gerade eben war. Bin ich blöd, den habe ich selber erledigt. Ach so, okay. Den habe ich ja gerade selber erledigt. Moment, da muss ich mir jetzt kurz nochmal einen Überblick über die Situation verschaffen. Das hier war wieder der Gang. Hier haben wir soweit alles abgeklärt. Okay. Gehen wir jetzt nochmal durch diesen Raum hier zurück. Wie sah es auf der anderen Seite aus? Okay. Vorsicht. Hier ging es nicht lang, da geht's nach draußen. Ja, nach draußen können wir gleich mal kurz gehen. Hier geht's noch lang. Ah. Wieder eine Falle. Hier war aber kein Stolperdraht. Ist bei der Falle sonst irgendwas? Nee, da liegt auch nichts dahinter. Ich sehe zumindest nichts, nein. Gut, an der Falle möchte ich mich auch ehrlich gesagt nicht vorbeischleichen. Das würde nicht gut enden. Okay, hier war dann auf dem Stockwerk auch nichts mehr. Dann können wir nur noch hier weiter schauen. Die Toiletten habe ich noch nicht untersucht. Etwas töricht von mir, aber gut. Es ist jetzt nicht so, dass wir einen Notstand an Stimpaks hätten, dass ich daraus irgendeinen größeren Nachteil ziehen würde. Von daher schauen wir erstmal hier. Ja, hier ist so ein Moment. Habe ich auf der anderen Seite den Kasten jetzt einfach übersehen, oder was soll das? Wenn der Erste-Hilfe-Kasten nur auf einer Seite ist, fände ich das etwas seltsam. Was ist das denn da oben? Entschuldigung. Moment. Komm schon. Moment. Mit ihren Reparaturfertigkeiten können Sie die Mikrofusionszellen an sich nehmen, ohne einen Schlag abzubekommen. Mitgehen lassen. Ach, das war eine Falle. Okay. Ah ja, okay. Das ist quasi eine Falle für den Fall, dass man... Okay, jemand hat in den... Wer macht denn sowas? Ich meine, man muss ja dann wirklich aus der Toilette. Ja, okay. Ja, sie haben einen erwischt. Das ist richtig. Okay, ich sag nichts mehr. Sie haben einen erwischt und damit. Ja, und ich habe den übersehen. Sie haben ihn damit erwischt und somit ist der Beweis geliefert, die Falle kann funktionieren. So stupide sie auch ist. So, wo gehen wir jetzt zuerst lang? Ist eigentlich egal, ne? Moment. Egal ist es selten. Vielleicht haben wir von hier. Nein, da kommen wir nicht zu dem Raum hin. Dann müssen wir von hier dahin. Oh, die sind hier im oberen Stockwerk. Alle beide? Yep, alle beide. Das heißt, in dem Raum sehe ich mich erst um, wenn die beiden erledigt sind. Dann gehen wir nach oben.
Einen anderen Aufgang, glaube ich, hatten wir bisher auch nicht. Von daher ist es momentan unser einziger weiterer Weg. Ich noch schade, dass ich nicht versehentlich wieder in Supermutanten reinlaufe. So, da haben wir den Raum mit den beiden. Dann schauen wir uns die Lage erstmal an. Ist eine schon mal ein Herr der Supermutanten? Oi. Da ist der eine, der andere. Hä? Wo ist der andere hin? Ah ja, der steht da. Okay. Habe ich nur die Richtung etwas verkannt. Dich kriege ich noch, mein Lieber. Haha! Gefunden! Ich mache eine Klatsche! Komm schon, weg mit der Waffe! Und... Waffe weg und... Ja, bring's zu Ende. Natürlich fliegt er nach unten. Ja gut. Ich würde auch lügen, wenn ich sagen würde, das war nicht irgendwo zum Teil so gedacht. So. Ein Stimpack, vielen Dank. Redaway. Wunderbar. Was haben wir hier? Hier unter den Minen. Ja, gerade so Sachen wie Dietrich und sowas wäre ich halt dann auch mit ein paar mehr Punkten. Werde ich etwas ein paar mehr Punkte geben. So, das Terminal benutze ich nicht, weil das gleich wieder explodieren wird. So. Wo führt denn das jetzt schon wieder hin? Naja, nach draußen wahrscheinlich, oder? Tresorraum des Archivs. Okay. Haben wir den Schlüssel schon? Ich glaube nicht. Werden wir wahrscheinlich oben in irgendeinem Büro finden. Na komm, nehmen wir den Wunderkleber auch noch mit. Momentan geht's ja noch. Munition. Munition. Mentats. Oh Gott, das wird jetzt nicht anstrengend. Okay, wurde's nicht. Gut, was hast du dabei gehabt? Sehr schön. Dann gehen wir wieder nach oben. Oben irgendwo in dem Büro ist dieser Schlüssel. Oder die Dame hat ihn, das ist auch möglich. Dass die uns einen Auftrag gibt, der uns da in den Tresorraum führt. Und mir fällt gerade auf, wir sind wieder relativ schlecht im Zustand. Relativ schlecht im Zustand. In relativ schlechtem Zustand, so. Ah, aber hier ist gar nichts weiteres mehr, ne? Nee, geht gar nicht weiter. Dann gehen wir zu der Dame. Momentan können wir nirgendwo mehr weiter hin. Mann, wir waren doch schon oben bei dem Büroraum. Naja, reden wir erstmal mit der Dame, dann sehen wir weiter. Legen Sie Ihren Arsch hier rüber, wenn Sie nicht draufgehen wollen. Und passen Sie auf die Minen auf. Schnell, Sie kommen. Ach, die Minen meinst du? Okay, der Raum ist ein bisschen voll mit den Minen.
Aha, bisschen ist gut. Die hat alles vermint. Waffen bereithalten. Sie werden gleich hier sein. Nein, werden sie nicht. Hier drüben. Oh, werden sie doch. Ich meine schon den vor mir. Hey, was ist los? Du kannst wohl kein Blut sehen, was? Ich hab doch gerade einen erledigt. Ich bin froh, dass es vorbei ist. Haha, vorbei. Es kommt immer noch eine zweite Welle. Das Spiel ist aus. Die kriegst du nicht, Sydney. Hier sind eure unglaublich realistischen Miniguns. Würde mich interessieren, wo die gerade alle erscheinen. Jetzt stelle ich mich jetzt einfach bei diesem Punkt hin und mach die alle platt. Ja, 50 Erfahrungspunkte. So viel dazu, Sydney. Du kannst wohl kein Blut sehen. Ich lass mir doch nicht hier meine Erfahrungspunkte wegnehmen, nur weil die sich denkt, hey, ich muss euch angeben. So, erstmal nehmen wir den hier. Den können wir jetzt noch ein bisschen aufwerten. Oh ja. Schaden 19. Das ist einiges. So, dann entnehmen wir den Supermutanten mal noch. Ganze Zeug, was wir dabei haben. Das Fleisch schmeiße ich aber gleich weg. Superhammer hatte da eine auch noch dabei. Na denn. So, das war die richtige Taste. Ich werde das seltsame Fleisch essen. Gut. Schön mit Schwung weggeworfen. So, hallo. Heda, Sie sind ja recht geschickt im Umgang mit dem Schießeisen. Mhm. Schießeisen, ja. Ja, klappe ich. Ja, besser als die Todesschütze. Wow. Danke, Sie sind auch nicht gerade schlecht. Bei meinem Job könnte ich mir das auch gar nicht leisten. Sorry, ich führe mich gerade wie ein richtiger Armleuchter auf. Ich bin Sydney. Schön, einen Reliktjäger-Kollegen zu treffen. Ich suche gar nichts. Ich bin auf der Durchreise. Sie wollen auf der Durchreise sein? Kommen Sie. Wir wissen beide, dass hier irgendwo die Unabhängigkeitserklärung liegt. Der gute alte Abraham Washington hat Sie in dasselbe Selbstmordkommando gesteckt wie mich. Ich habe Neuigkeiten für Sie. Ohne meine Hilfe haben Sie nicht den Hauch einer Chance, an Sie ranzukommen. Moment, bevor ich auf irgendwas eingehe, muss ich wissen, wer Sie sind. Ich hab's Ihnen ja schon gesagt. Ich bin eine Reliktjägerin, so wie Sie. Ich mache Müll zu Kronkorken und lasse mich dann volllaufen. Ich habe die Pläne dieses Ortes studiert. Ohne mich werden Sie also im Kreis laufen. Also? Ich bin hier schon durch den gesamten Ort und habe die ganzen Supermutanten erledigt. Von daher, Quatsch, nicht so blöd. Klar machen wir gemeinsame Sache. Gute Entscheidung. Okay, die Erklärung liegt im unterirdischen Tresorraum des Archivs. Hier in der Mitte der Rotunde gibt es einen Lastenaufzug. Ich habe ein paar Tage gebraucht, um das Schloss über mein Fernterminal zu hacken. Wenn Sie bereit sind, geben Sie das Kennwort ein und wir starten durch. Okay. Wir suchen die Unabhängigkeitserklärung. Na denn. Sind Sie verletzt? Ist nur ein Kratzer. Ich bin okay.
Na gut. Hier, nehmen Sie einen dieses Stimpaks, das sollte helfen. Danke, ich werde gleich etwas davon nehmen. Hat sich das Ding gerade so komplett ohne hinzuschauen in den Oberschenkel gerammt? Was ist los? Wie soll's weitergehen? Da gibt es einen Lastenaufzug in der Rotunde. Damit sollten wir direkt in die Kellergeschosse kommen. Ich war gerade dabei, das System zu hacken, als wir angegriffen wurden. Das Kennwort dürfte "Wir sind das Volk" sein. Okay. Kein sonderlich sicheres. Da wir jetzt Partner sind, würde ich gerne mehr über Sie erfahren. Es überrascht mich, dass Sie das interessiert. Heutzutage denkt normalerweise jeder nur an sich selbst. Um welche Infos geht's denn? Warte, Sydney. Was ist mit Ihrem Vater passiert? Okay. Fragen wir aber auch nur aufgrund unserer Vergangenheit. Wie sind Sie denn in der Reliquiägerei gelandet? Keine Ahnung. Ich bin aufgewachsen wie fast alle Mädchen in dieser beschissenen Welt. Versuche immer, mich von den Sklavenhändlern fernzuhalten. Draußen in der Wüste stolperte ich über die Leiche von so einem armen Schwein. An der Leiche fand ich Informationen über ein berühmtes Dokument. Ich hatte gehört, dass Abraham Washington nach diesen Papierschnipseln suchte. Darum habe ich mich auf die Suche gemacht. Es war die Verfassung. Als er mir die Kohle gegeben hatte, gab ich mir die Kante, lehnte mich zurück und war endlich mal wieder glücklich. Seitdem schaue ich nur nach vorn. Na denn? Interessant, was da stand, dass sie sagte. Ich habe so das Gefühl, dass die Dame hier eine wesentlich allgemeinere Person ist, als sie zu sein scheint. All diese Sachen aus dem Museum der Gesellschaft zur Erhaltung der Hauptstadt? Wenn's so heißt. Nein. Die haben mehr Kram dort, als jemand allein sein ganzes Leben lang hinschleppen könnte. Er heuert Leute auf der Straße an. Wie Sie. Ehrlich gesagt, es ist mir egal, was er mit diesem Zeug macht. Solange er Kronkorken dafür herausrückt, werde ich herkommen, um sie mir abzuholen. Sehr schön, dass jetzt im Hintergrund gearbeitet wird. Tut mir leid, kann ich nichts machen. Was ist mit Ihrem Vater passiert? Tut mir leid, es gibt da einige Dinge, die ich doch lieber für mich behalten möchte. Ich muss erst wissen, dass ich Ihnen vertrauen kann. Okay. Ich hätte noch eine andere Frage. Okay. Los geht's. Ich sorge für Deckung. Sind wir nicht hier in der Rotunde? Achso, oder sie meinte den Bereich im Keller unten, wo wir vorhin schon waren. Dann gehen wir da mal hin. Die Töne, die sie beim Gehen von sich gibt, klang gerade irgendwie komisch. Tja. Gut, dass ich ja alles schon freigeräumt habe. Oh. Tut dir nicht weh, Sydney. Gut. Vielleicht kann ich ja später die ganzen Minen, die sie oben rumgelegt hat, noch entschärfen. Mal sehen. Nächste blöde Stelle. Ich hoffe, du kommst auch hier schadenfrei vorbei, Sydney. Ja. Gut. So, wenn wir jetzt hier weitergehen. Was mache ich denn? Die Tür war doch hier. Zwischenbereich. Moment. Ah nein, wir wollen ja in den Wieso bin ich überhaupt so rumgegangen? Mein Gott. Muss doch Sydney nicht unbedingt irgendeine. Wie sieht sie mit ihren Lebenspunkten aus? Ist sie erwischt worden? Wird mir nicht angezeigt. Wir wollten in den Keller. Ich hätte gleich andersrum gehen sollen. Also runter. Der lange Weg runter zum Ostflügel. Ich schlage vor, wir gehen zurück zur Rotunde und nehmen den Lastenaufzug. Da oben war meines Wissens nach nichts. Moment. Es ist doch vorher da gestanden, die Rotunde verteidigen. Naja, der Weg ist auch nicht viel besser. Das heißt, der Bereich hier vorne ist diese Rotunde. Ich kann mit dem Begriff ehrlich gesagt nichts anfangen, deswegen. Ja, das hier ist die Rotunde. Wo ist hier der Lastenaufzug?
Wo ist der? Oder der ist in dem Büro da oben. Moment. Der andere Ausgang, den wir da gefunden haben, der führt ja nach draußen zur Promenade. Das hier oben könnte noch zur Rotunde gehören. Da ist eingestürzt. Und hier haben wir das Büro. Werte Frau, ich weiß nicht, welchen Aufzug du gemeint hast. Ich sehe hier keinerlei Durchgänge. Hier ist auch nix. Wir müssen nur auf die Karte schauen. Auf der lokalen Karte müsste das ja auch sein. Promenade. Tresorraum. Da waren wir gerade. Promenade. Das gehört. Ah, Moment. Ah, doch, da war noch ein Durchgang. Stimmt. Stimmt, stimmt. Mein Gedächtnis ist nicht das Beste. Welche Überraschung. Okay, nochmal hier durch. Dann war das... Ah, hier, ja. Meint sie das Ding hier? Hallo? Was ist los? Ich werde mich ja so dermaßen betrinken, wenn wir hierfür unsere Bezahlung erhalten. Ist auch nur sehr stolz auf ihren Alkoholkonsum. Mein Gott. Dann müssen wir doch die andere Route gehen, Sydney. Ich schau jetzt noch ein letztes Mal hier. Außer natürlich, Moment. Ich sollte doch irgendwas eingeben. Ach, das ist wahrscheinlich irgendein... Versteckter Mechanismus. Ja. Lastenaufzug der Rotunde entsperren. Zugang zum Zentralrechnerarchiv. Zugang blockiert. Okay. Lass mich raten. Hier geht was auf? Oder auch nicht? Okay. Mit einer dringenden Botschaft an euch. Unsere Abwehr wurde durchbrochen und bald werden wir in den Kampf ziehen. Die freie Meinung muss also unser oberstes Ziel sein. Die Unabhängigkeitserklärung wurde im Tresorraum des Archivs aufbewahrt, am Ende des Ostflügels hier. Da müssen wir hin. Männer! Der feindliche Vormarsch darf uns nicht von unserer Aufgabe abbringen. Es gibt viele Abkürzungen über Wartungseingänge und Servicetore, um die Sicherheitssysteme zu umgehen. Allerdings muss man da erstmal durchkommen. Und trefft sie hart. Denkt daran, wenn ihr zögert, die Geschichte zögert nicht. Oh, wie weit fährst du nach vorne, wertes Robohirn? Ja, tut mir leid, es ist gerade so lange gedauert. Also, sie hat ja eigentlich gesagt, dass wir da irgendein Kennwort eingeben müssen, aber ich dachte, das würde sich auf was anderes beziehen als ihr eigenes Terminal. Wenn ich mich vorstellen darf, bam. So. Ja, das hier unten wird alles mit Robotern gesichert.
Moment. Erstmal hier rein. Stimpack. So, da fahren wir den nächsten Roboter. Ich sehe schon, ich muss die Folge gleich wieder beenden. Mir geht in diesem Projekt ständig viel zu viel Zeit flöten. Oh Gott. Ach, der hätte auch noch Raketen gehabt. Na dann, war gut. Leute, an der Stelle geht's in der nächsten Folge bei Fallout 3 weiter. Ich bin der Xi. Bis dann, Leute. Ciao.